Hey Leute, da sind wir wieder bei Fallout. Wir starten nicht beim GNA-Gebäude, sondern ich habe in Megaton endlich mal die kleine Göre hier gefunden, Maggie, die mit diesem komischen, schmierigen Billy Creel zusammenlebt. Und wir haben eine besondere Option von Kind im Herzen. Kennst du irgendein gutes Geheimnis? Naja, Billy hat in den Fußboden unseres Hauses einen Safe eingebaut. Da bewahrt er jede Menge coolen Kram auf. Ich sollte Ihnen das ja nicht erzählen, aber die Kombination lautet 15, 16, 23, 42, wenn Sie mal nachsehen wollen. Aber legen Sie bloß alles zurück, wenn Sie was zum Spielen herausnehmen. Ich will keinen Ärger. Da gehen wir doch dann gleich mal nachgucken. Wer kümmert sich um dich? Billy kümmert sich um mich. Kennen Sie Billy? Billy Creel? Vor langer Zeit hat er mich vor den Raiders gerettet. Sie haben meine Eltern getötet. Aber Billy war da, bevor sie mich fangen konnten. Und jetzt ist er sowas wie mein Vater. Na okay, was gibt es über Megaton zu sagen? Megaton ist ganz okay. Als ich klein war, lebte ich weit weg, bis Billy mich gefunden hat. Okay. Wer ist neu in der Mit Stadt? den meisten spreche ich nicht. Billy sagt, dass ich immer vorsichtig sein muss. Vor allem darf ich nicht mit Mr. Jericho sprechen. Okay. Meistens spiele ich den ganzen Tag mit Harden, wenn sein Vater ihm nicht schießen oder was anderes beibringt. Billy sagt, dass er mir das Schießen eines Tages auch beibringen wird. Okay. Ich muss jetzt gehen. So, da gehen wir doch gleich mal zu Billys Haus und ich habe auch noch was anderes in Megaton zu erledigen gefunden. Da wir ja jetzt Dietrich 100 haben, ne? Können wir jetzt auch diese Waffenkammer aufschließen. Mal sehen, was wir zuerst finden. Ich weiß nicht mehr, wo Billys Haus ist. Ich weiß auch gar nicht, wo die Waffenkammer ist. Scheiße. Aber das sollten wir vielleicht in der Nacht machen, ne? Muss ich dann noch bis zur Nacht. Das ist schon Billys Haus. Ist er zu Hause oder? Warum kann ich da einfach rein? Hey, er ist zu Hause. Na, Billy. Super. Hey Mann, was geht ab? Hat nichts Neues. Okay. Ich dachte, vielleicht gibt es ja doch endlich mal irgendwie eine Sidequest. Wir schleichen mal in seinem Haus so ein bisschen durch die Gegend. Bitte, der hat einen Gartenzwerg in seinem Haus. Alter Schwede. Hier ist ein Vorkriegsbuch und die Wächter von Güllifront. Nehmen wir es mit. Ja, wir nehmen es mit. Das ist bestimmt die Einleitung zu der Hallo Sidequest. Maggie, wie geht es dir, mein Schatz? Scheiße. Ja, Billy? Wissen Sie, ich habe nachgedacht. Sie und ich sollten bald einmal plündern gehen. Wir suchen uns ein Motorrad und lassen es von Moira herrichten. Bitte, wo ist Meinst denn du hier ein das Safe? ehrlich? Oh, Billy, Diesmal gibt danke es keinen schön. Ausweg. Vielen, vielen Dank. Ich kann es kaum Lied erwarten. vom Lichtmann. Alter. Ich liebe es, dich glücklich zu sehen, Schätzchen. Oh Danke, Billy. Gott. Ich... Dankeschön. Alter, what the fuck? Wo ist denn dieser Safe? Ach, ihr seid so scheiße. Hier ist ein Safe. Muss ich mich nur irgendwie besser tarnen. Hier, so bin ich versteckt. Jetzt bin ich wieder erkannt. Scheiße. Aber der hat hier eh nur Rotz, sag ich mal, drin. So toll ist das nicht. Was? Nein, was mache ich denn gerade weiter? Okay, haben nichts dagegen. Und dieses komische Lied vom Lichtmann. Hallo, Harden. Schön, Sie Oh zu Gott. sehen. Bin ich gemeint? Papa sagt, dass ich nicht mit Fremden... Was ist los? Oh. Ich hätte aber gerne dieses Lied vom Lichtmann. Jetzt darf ich mal die Raiders sein. Auf Wiedersehen. Was soll das denn? Was macht ihr da eigentlich? Ah, Gott, alle in Megaton sind verrückt! Ah, nee, ich warte mal. Es ist zwar erst morgen, aber ich warte jetzt einfach mal, bis Nacht ist und dann breche ich mal in sein Haus ein. Und nehme mir noch dieses komische, diese andere Notiz. Ich frage mich, was das ist. Habe ich noch nie aufgehoben. So, das wird reichen. Er ist nicht so. Ich bin er. Jericho? Das ist auch Jericho. Geht's also weiter? Hä?
Alter, ihr macht mich krank gerade hier in Megaton. Ich will eigentlich beim Trainargebäude weitermachen. Psst. Schnell speichern. Nur leicht verschlossen. Ich habe mal F gedrückt zum Aufbrechen. Und jetzt, da mich keiner sieht. Das bisschen Karma kriegen wir schon wieder. So. Hätten wir das erledigt, ne? Gehen wir jetzt noch diese Waffenkammer suchen. Oh Gott. Hier ist Manja. Hier ist ein Klo. Das ist Lucy West. Lucy West. Ich glaube, das ist die Waffenkammer, oder? Nee. Das ist nur irgendeine andere Blechhütte hier in Megaton. Oder? Nee, das ist Lucy Wests Haus. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht drin. Aber bitte, das will ich jetzt auch gerade gar nicht. Vielleicht gehen wir da ja noch rein, wenn wir die Quest von ihr abgeschlossen haben. Irgendwie beunruhigt es mich gerade ein bisschen, dass mein Haus gleich neben Jerichos Haus ist. Wo ist die verfickte Waffenkammer? Jericho, Lucys Haus. Billy, Moriarty Saloon, Herrentoilette, Wasser auf Lucas Sims Haus, Megaton, mein... Hä? Nicht blöd. Ach Leute. Das ist ein unsinniger Part hier. Oh Gott, oh Gott. Das ist einfach nur sinnlos. Dieser Part ist einfach nur dumm und sinnlos und unnötig. Oh Gott. So Megaton allerniedrigste Side-Sachen, die man überhaupt machen kann. Irgendwelche Saves machen, irgendwelche Dialogoptionen wählen. Von Kind im Herzen. Oh Gott. Und das mit der Maggie, das war ja auch nur Zufall, jetzt die gerade gefunden habe, als ich aus dem Crater-Side-Lagerraum raus bin. Weil ich gerade bei Moira Muni gekauft habe. Und dann habe ich halt mit der geredet und dann musste ich halt in den Safe noch aufknacken. Eigentlich wollte ich ja nur in die Waffenkammer. Aber, oder hieß das hier überhaupt Waffenkammer? Irgendwie so hieß das. Ihr wisst schon, was ich meine. Ach nee. Ich glaube, das war irgendwo hier in der Ecke. Ist das überhaupt nur ein Klo? Damentoilette, ja. Die wohnen in ihrem komischen Bus. Hey, Nathan. Seien Sie gegrüßt. Ja, vergiss es. Gott schütze die Enklaven, alles klar. Sie sind angeschlagen. Ich bin nicht bin ich noch verkrüppelt? Ach, scheiße, ich glaube, ich bin noch verkrüppelt. Die Mini-Atombombe hat auch beide meine Arme verkrüppelt. Ach, scheiße. Muss ich dann mal pennen gehen. Wie ist die blöde Waffen... Rüstungsdingens. Alter, ich will dort einbrechen und alles mitgehen lassen. Das ist jetzt irgendwie scheiße. Trinkt und betet zum Atom. Denn das Atom wird euch reinwaschen, ihr kleinen Wichser, ihr Heinis. Ihr... Störenfriede, ich gehe erstmal in mein Megaton-Haus, das immer noch so hässlich aussieht wie früher. Hi. Ach nee, da ist es doch wieder Tag. Ach, wir kriegen das schon irgendwie hin. Oh Gott, das ist wirklich eine sehr sinnvolle Folge hier. Jetzt geht die Suche weiter nach der Rüstkammer hier. Okay, das haben wir überlebt. Ist das Ding? Ich weiß zu 100%, dass es dieses Ding hier in Megaton gibt. Wo ist es? Das ist ja wieder nur Lucys Haus hier. Das muss sehr schwer verschlossen sein. Also so Dietrich 100-mäßig, glaube ich auch. Das ist Jerichos Haus. Das steht direkt neben meinem Haus. Neben meinem Haus ist das Teil garantiert nicht. Wo ist das? Sollte ich offscreen suchen? Nein, das muss es, das ist dieses runde Ding. Menschenskinder, abgelegener kann das ja gar nicht sein. Ich meine, das sieht man ja von außen kaum.
Echt mal, das ist hier, das ist ja irgendwie nur ziemlich abgelegen. Da kommt gerade jemand. Nee, doch nicht. Sehr schwer. Waffenhaus, so hieß es. Schnell speichern und jetzt muss man mal gucken. Fast. Fast. Okay, das war schon ziemlich gut. So. What? Da ist ein Roboter drinne. Scheiße. Fuck, was nehme ich gegen das Teil? Ein Flammenwerfer? Das ist ein Mr. Gutsy, oder? Nee, Deputy Steel. Sogar ein besonderer Mr. Gutsy. Shit, shit, shit. Oh, der hat den eigenen Flammenwerfer. Boah, Alter. Alter. Das ist ja gemeingefährlich, das Teil. Ist aber schön Brennstoff wieder dabei. Das war ein sogenannter Mr. Gutsy-Roboter, nur ein bisschen halt umgebaut, sage ich mal. So ein, der hat einen Flammenwerfer und eine Laserknarre dabei. Ist ziemlich übel, das Viech. So, jetzt plündern. Oh Gott, das ist alles stehlen hier. Ja, scheiße. Ne, umsonst bin ich jetzt hier nicht rein. Oh Gott, das... Nö, das müssen wir nochmal irgendwann hier zurückkehren. Chinesisches Sturmgewehr, alles her damit. Schrotpatronen. Das Karma ist mir jetzt scheißegal. Ich habe das ewig gesucht, jetzt nehme ich mir, was ich hier kriege. Das Schlimme ist ja, dass wir hier zurückkehren müssen. Weil es bestimmt irgendwas Interessantes an diesem Terminal gibt. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt hier irgendwie jemand reinkommt. 10 mm. Was haben wir hier noch? Uiuiui, eine Kampfflinte, noch ein chinesisches Sturmgewehr, noch eins. Also ich höre die ganze Zeit hier den Herzschlag unseres Charakters, weil wir fast tot sind. So. Ja. Jetzt haben wir erstmal einiges geholt uns, ne? Zum Beispiel chinesisches Sturmgewehr und das ist ziemlich cool, das Teil. Man findet leider ziemlich wenige davon. Es ist aber noch halb kaputt, besser als das normale Sturmgewehr, deswegen benutzen wir das jetzt. Ich habe immer noch so viele normale Sturmgewehre. Ja. So, jetzt haben wir fast den ganzen Part nur Mist gemacht. ja. Einen Moment, ich warte hier mal ein Stündchen. Einfach mal eine Na, okay. Oh, das hilft gar... Ah! Jetzt muss ich mich nochmal irgendwo ausruhen gehen. Ja? Was darf's denn sein? Ach, nee. Naja, seid beruhigt, wir gehen gleich noch zum GNA-Gebäude und holen uns noch haufenweise schlechtes Karma, weil wir dort Sachen klauen werden. Ja. Ich muss nur noch mal schnell ein Stündchen mich hinschmeißen, ne? So. Ich beeile mich extra hier für euch. Ich speede hier durch. Daten, Weltkarte. Nee, wir gehen jetzt nicht nochmal den ganzen Weg. Wir machen einfach eine Schnellreise zum GNA-Gebäude. So. Boah, wir sind fast Level 7. Oh, jetzt sehen wir hier die ganzen Leichen. Und hier liegt noch ein bisschen Kram, den ich rausgeschmissen habe. Um das Gewicht, so zwei Sturmgewehre und das dumme Messer. Sprechanlage, hier kommen wir nicht rein. Erfordert Schlüssel, Sprechanlage. Okay, der ist ziemlich leise, will ich mal sagen. Okay. Können gleich rein. Feine Sache. Hier sind so ein paar Typen drinne und der hat einen Flammenwerfer. Und der Typ. Oh Gott, man kann mit den allen reden. Wofür ist dieses Gebäude? Stellen Sie ihn auf Galaxy News Radio ein. Das ist der einzige Sender im Ödland, der die Dinge beim Namen nennt. Sorry Leute, da wird man die letzten 30 Sekunden von dem Video noch unterbrochen, ne? Ich muss mit Freedog sprechen. Ah, gehen Sie rauf. Man wartet bereits auf Sie. Hm, cool. Sie können gleich hochgehen. Er erwartet Sie schon. Man kann das immer wieder anklicken, oder was? Er sagt immer was anderes. Ritter Finlay, oh Gott. Das Sergeant Wilkes, ich rede mal mit denen alle noch, um wenigstens irgendwas zu machen. Willkommen bei der Galaxy News Radio Außenstelle. Ich bin Sergeant Wilkes, der Befehlshaber hier.
Was bringt sie in die Gegend von DC? Wofür ist dieses Gebäude? Das ist der letzte unabhängige Radiosender in der ganzen Gegend von DC. Alle anderen Sender bestehen praktisch nur aus Enklavenpropaganda. Denen würde ich kein Wort glauben. Okay. Freie Stimme des Volkes, was soll das heißen? Naja, der einzige andere Radiosender, den man klar und deutlich empfangen kann, ist der Sender der Enklave. Aber die senden nichts als Lügen und Propaganda. Galaxy News Radio hingegen berichtet über das, was wirklich passiert. Was macht die Bruderschaft hier? Wir haben eine enge Bindung zum Sender. Wir bleiben hier in der gesicherten Anlage und schützen ihn vor den Supermutanten. Das ist der einzig wirklich sichere Ort in den Ruinen von DC. Alle anderen sind voll diesen wandelnden Scheußlichkeiten. Es ist gut, im Sturm einen sicheren Hafen anlaufen zu können. Wissen Sie? Okay, ich muss jetzt los. Hier ist doch noch einer. Finlay. Ritter Finlay zu Ihren Diensten. Wofür ist das Gebäude? Das ist Galaxy News Radio. Die letzte freie Stimme des Volkes des Ödlands. Dass es so bleibt, dafür sorgt die stählerne Bruderschaft. Ich muss mit Freedog. Freedog ist oben, ja. Okay, das war jetzt irgendwie auch nicht so sinnvoll. Hier gibt's. Auf jeden Fall kann man hier einiges erkunden. Aber ich würde sagen, wir gehen dann im nächsten Part. Ey, den dürfen wir aufmachen, ohne was bezahlen zu müssen. Also ohne irgendwie Karma zu verlieren. Die Munitionskisten auch. Cool, mache ich gleich mal. Gleisnägel. Das sind die ersten Gleisnägel, die wir finden für dieses Nagelschussgewehr. Jetzt sind noch einige Türen und Wege hier für... Ja, so Essensräume und so, ne? Die müssen ja auch irgendwas essen, ne? Spinde. Ach ne, ich habe eigentlich gar keinen Bock, das hier alles zu untersuchen, weil es hier eh nichts wirklich zu holen gibt. Hier unten kann man zwar scheinbar noch alles frei mitnehmen, aber auf den anderen Ebenen dort, wo Freedog immer rumrennt, da ist ein Diebstahl, den ganzen Kram hier mitzunehmen. Hier, den können wir noch aufmachen. So ein paar Medikamente, die lasse ich mir nicht entgehen, aber... Das ist so eine Sache hier. Tür, was gibt's hier? Ach, hier geht's nach oben. Okay, gehen wir mal hier lang, nach oben. Chevy Chase, bitte. Ach so, ist ein Ausguck. Cool. Paladin. Oh Gott, Gott sei Dank sind die alle namenlos. Gott sei Dank. Sie sind alle namenlos. Wir müssen nicht mit ihnen reden. Das ist gut. Gefällt mir. So. Was haben wir hier oben? Willkommen in der GNA-Garnison. Paladin Vargas. Gehen Sie. Okay, der will nicht mit uns reden. Was haben wir hier noch? GNA Studios, dort ist Freedog, denke ich mal. Und er hat einiges an Sachen in seinem Ort dort gehortet. Will ich mal sagen. Die alte... Dann muss ich mich jetzt wohl bei Ihnen bedanken. Na, auf jeden Fall ist das Gebiet sicher. Sie können... Ja, okay, jetzt haben wir eigentlich schon alles gehört. Ist Vargas schon wieder? Okay, den hatten wir noch nicht, aber der will auch nicht mit uns reden. Hier sind wohl die Privaträume der ganzen Typen. Den ganzen Scheiß, den wir hier drin mit... Nein, ich will die andere Stange auch noch. Den dürfen wir auch noch allen mitnehmen, das finde ich gut. Pfeile. Seien Sie gegrüßt. Sei gegrüßt, ja. Kampfmesse. Ach, hör mal auf. Tschüss. So. Tschüss. Ja. Wir haben Redden verloren. Ach, was? Redden ist so unwichtig. Der konnte nichts, also habt ihr doch gesehen. Ja. Reicht. So. Lass mich vorbei. So, das nächste Mal gehen wir jetzt, machen wir wirklich sinnvolle Sachen und gehen durch diese Tür zu Freedog. Ja, bis zum nächsten Mal.